Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racer, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Project Cars. Wir sind zurück hier in der LMP3 Rookie Euro Serie. Ich hoffe, dass wir da relativ schnell rauskommen, weil, naja, ich würde gerne mal was Gescheites fahren und nicht immer nur diese kleinen Autos. Die Saisons sind doch ein bisschen länger, wie ich dachte, irgendwie. Keine Ahnung. So, wir starten mal rein. Erstes Rennen Imola. Wir waren da nicht so gut im Qualifying. Ich glaube, wir starten von Startplatz 9. Weil Wetter hin, Wetter her, Wetter hin, Wetter her. Aber wir haben ja gesehen, dass im Regen mittlerweile unsere Leistung teilweise sogar besser ist wie die von der KI, aufgrund der Tatsache, dass man den hier Grip-Niveau ein bisschen reduziert hat. So, wir starten von 9. Ich gucke nochmal rein hier ins Fahrzeug-Setup. Was haben wir eigentlich für Wetter? Ich bin gerade am gucken. Aber wir gucken erstmal noch am Sprit. So, wir haben 20 Liter. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir pro Runde? Mit 10 Minuten fahren, müssen 20 Liter locker reichen, oder? Wird schon passen. Wir haben eigentlich mittelmäßig bewölkt. Das heißt, es sollte eigentlich trocken bleiben. Da können wir die Slicks aufziehen. Warum kann ich das jetzt nicht speichern? Hallo? Ich habe Slicks ausgewählt, ja. Es ist gigantisch. Ich wähle das Slicks aus und ich drücke auf Speichern. Und ich gehe zurück und stelle fest, automatisch nach Wetter. Also was wir da einstellen, ist egal. Er speichert es nicht. Okay, wir fahren einfach unser Rennen. Lange Rede, kurzer Sinn. So, funktioniert meine App? Meine App funktioniert auch nicht. So, was ist mit meinem... Wow, da war ein Auto. So, was ist mit meinem Lenkrad los? Fühlt sich extrem hart an. Bin ich gar nicht gewohnt, dass das sich so hart anfühlt. Also das Lenkrad, meine ich. Das ist so. Nicht, dass das falsch verstanden wird hier. Wow, das war zu hart von mir. Das war too much. Da habe ich es übertrieben. Sorry. Werd dafür aber nicht bestraft, weil das Spiel kennt keine Strafen. Was ich nicht verstehe ist, meine schöne App geht mal wieder nicht. Ist auch tagesformabhängig. So, wir müssen gucken, dass wir da vorne an die Jungs rankommen. Sonst hängen die uns nämlich ab. Die Plätze, die du am Start nicht gut machst, die machst du so schnell nämlich nicht wieder gut hier im Spiel. Weil wir haben schon mal festgestellt, alle, die vor uns fahren, sind schneller, alle, die hinter uns fahren, sind langsamer. Also um vorne die zu kriegen, musst du Übermenschliches leisten. Um die hinten abzuhängen, musst du einfach nur fahren. Im Qualifying hat meine App noch funktioniert. Ich verstehe es nicht, warum die jetzt hier nicht mehr funktioniert. Aber wurscht. Ist egal. So. So, wir bauen langsam Grip auf. Ich mag's in Rädern. Jetzt arbeiten wir mal dran, dass wir den Jungen hier einholen. Wäre ja schön, wenn wir mal ein paar Überholmanöver im Rennen hinbekommen würden.
und nicht immer nur abgehängt würden. Da fighten wir. Boah. Ja. Mein Arsch ging weg. Ich habe gegengelenkt und das Gegenlenken war zu abrupt, zu überraschend, wie auch immer. Und hat uns nach hinten katapultiert, sozusagen. Jetzt sind wir Platz 19. Na, happy Überholmanöver-Rennen. Ich bin wieder grandios unterwegs heute. Ich hatte so einen Bock, dieses Rennen zu fahren heute. Deshalb habe ich das aufgenommen. Und dann läuft das hier so. Ich glaube, das sind alles hier vor uns die Jaguars. Kann das sein? Die sind unheimlich schnell. Deshalb sind die alle ganz hinten. Was ein Glück, haben wir den nicht genommen. Oh, Limiter, wir sind drin. Ich hätte einen Gang noch länger machen müssen. Wir können nicht überholen auf der Geraden. Dann müssen wir es mit Beschleunigung und Kurvenfahrt regeln. Ja, schön. Mein Handy zeigt mir jetzt eine App. Eine News-App. Ich will meine Race-App, keine News-App. Ja, verloren waren die Plätze schnell. Sich sie wieder zu holen wird schwerer, glaube ich. Weil die sind ja jetzt alle vor uns. Da waren sie wieder. Boah, schon wieder so dämlich angezuckelt hier. So, da rutscht einer und bremst den ganzen Verkehr aus. Leider ist es da zu eng, um das wirklich zu nutzen. Dann haben wir uns wahrscheinlich noch das Auto kaputt gefahren. Sonst hätten wir den Rutscher dafür nutzen können, uns neben dran zu schieben, aber das ging halt in dem Moment nicht. So, jetzt versuche ich sogar die bessere Beschleunigung hier zu regeln. Wenigstens neben dran zu kommen. Der fährt mir davon, ich krieg die Krise. Wir waren fast vorbei. Aber ich will vorbei an dem, der hält mich auf. Das ist kein Scherz. Boah. Ja, fährt er mir aufs Rad. Wie der so langsam macht hier. Meine Fresse, fahr! Das ist das, was mir auf den Sack geht an dem. Der ist zu langsam in den Kurven für uns. Und auf dem Geraden fährt er uns davon und deshalb kommen wir nicht vorbei an dem Hund und er hält uns auf und die Zeit rennt uns weg. Er drückt uns aufs Gras. Sehr legale Mittel. Ey, es geht mir auf den Senkel, wie der fährt. Vor mir so rüber zu scheren. Reinzuziehen, wo ich innen bin.
Ich fahre jetzt mal genauso, ey. Mir reicht's. Ich muss runterkommen. Das ist ein Spiel. Das ist ein KI-Gegner. Und der ist extrem sturköpfig programmiert. Es gibt doch Menschen, die so sind. Habe ich in iRacing auch schon erleben dürfen. Die einfach nie nachgeben, die nicht merken, wenn einer schneller ist und sie eigentlich schon zweimal geschlagen sind. Die da immer noch reinhalten müssen und versuchen müssen, vorbeizukommen. Bloß keinen Platz hergeben. Ja. Das ist halt einfach so. Kannst du machen nix. Musst du mit dealen. Egal wie sehr es mich gerade wurmt. Weil wir sind schneller als der. Und nur weil wir auf der Geraden nicht vorbeikommen. Und ich treffe den Körb blöd und es gibt auch noch Regentropfen und das war's. Wenn sie mich jetzt noch abwinken, bevor ich über das Startziel bin, nicht noch überrundet wird, bin ich bedient. Sag mal, wir haben das Getriebe doch länger gemacht. Wieso fahre ich denn immer noch in das Getriebe rein? Also in den Begrenzer rein. Das Auto? Ich muss nochmal das Setup überprüfen. Ob der mir irgendwas zurückgesetzt hat da. Das ist. Die Räder werden auch nicht warm. Also ganz im Ernst, ich bin bald durch mit Project Cars. Mein ersten Bekannten, der sagt, ich mache da drin nur noch Time-Trail-Rennen. Die KI geht mir sowas von auf den Sack. Und das Spiel ist so buggy, dass ich das nicht spiele, bevor die das endlich mal gescheit gefixt haben. Die Karriere kann mir gestohlen bleiben. Also den ersten, der das sagt, habe ich schon im Bekanntenkreis. Weil der irgendwie historische Formelautos fahren sollte und die KI auch, ja, wir geben nicht nach Qualitäten hatte und in der Eau Rouge haben sich dann die Räder verhakt von den beiden historischen Formelautos und er hat sich praktisch nach dem Start dort komplett gewickelt und dann hat er gedacht, na dann lasse ich sie halt fahren und oh Wunder, hat er keinen von den Jungs mehr eingeholt. Das heißt, die Plätze, die er am Start nicht gut gemacht hat, die hat er nie mehr gut gemacht. Und das, obwohl er eigentlich einen relativ guten Qualifying-Platz hatte und von den Zeiten her im Training die KI absolut dominiert hat. Ist schon kurios. Ja, und wir sind Letzter mit einem Auto, was ein paar Kratzer hat. Ich versuche noch damit zu dealen, damit klarzukommen, was hier passiert ist. Einer von den Jungs hier war's. Ich weiß nicht wer. Einer von den dreien war's, der mich da böse gequält hat. Und ja. Ich bin zurückgefallen auf Platz 8. Hervorragend. Hoffen wir, dass das zweite Rennen besser läuft. Wenn es nicht besser läuft, dann weiß ich auch nicht. Wo starten wir eigentlich beim zweiten Rennen? Da starten wir nicht von 9. Alter, starten wir von 17. War meine Zeit da so schlecht? So, aber jetzt erst nochmal reingucken hier. Tuning Setup. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe doch die Gänge länger gemacht.
Wieso komme ich denn immer noch in den Begrenzer? Das gibt's doch nicht. Kann das Ganze doch nicht noch kürzer machen. Noch länger machen. So, jedenfalls, wir haben wenigstens wieder Sonnenschein. Von Startplatz 17 versuchen wir uns jetzt durchs Feld zu boxen. Ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Ich habe das Getriebe jetzt ein bisschen länger, das heißt, wir beschleunigen schlechter, können dafür aber länger rausbeschleunigen hier auf der Geraden. Da sind sie wieder, meine Freunde, in den tollen Autos. Weiß nicht, haben sie denen keinen Fahrkurs gegeben oder was? Ja, einfach mal durchs Gras gefahren. Wenn ich das mache, kriege ich das Auto nie wieder unter Kontrolle. Hinter mir versucht schon einer neben mich zu kommen. Der drückt mich auch einfach mal raus, weil ich bin ja nicht da. Ich glaube, neben mir ist einer. Ich weiß, neben mir ist einer. Jetzt ist er weg. Ja, ich guck in Spiegel, ich guck nach vorne, ich guck in Spiegel, ich guck nach vorne, ich guck auf meine Geschwindigkeit. Ich versuche die Gänge einzulegen, die ich brauche. Ich guck nach vorne, ich guck in Spiegel. Mit irgendwas bin ich kollidiert, da ist einer neben mir. Ja, der fährt da mal voll über die Curbs drüber. Da hätte es mich so weit von rausgehauen. Das ist unglaublich, dass der da überhaupt noch krippert. Jetzt versuche ich wieder neben dran zu kommen, vor halb über den Acker. Der lässt mir aber ein bisschen Platz jetzt. Ja, da ist er wieder. Und zieht volle Kanne rein. Unglaublich. So, und jetzt gucke ich mal, ob wir den Windschatten jetzt nutzen können, um auf der Geraden hier vorbeizufahren. Das Getriebe ist lang. Das ist so lang, dass ich mit den Geschwindigkeiten hier nicht gerechnet habe. Alter! Okay, wir müssen ein bisschen früher bremsen. Wir sind schneller mit dem Getriebe. Oh, da ist einer bitterbös in der Mauer gewesen. Oh, mein Heck kommt. Ich kann ihn fangen. So, die falten sich. Der geht nach außen, der ist innen. Der kommt garantiert gleich nach außen. Wir ziehen vorbei. Sehr nice. Das geht nicht gut. Ja, wird der hier nicht bestraft. Hier ist Asphalt zum Überfahren da. Ich brauche keine Inside Line zu covern. Ich muss nach vorne gucken, nicht nach hinten. Alter, ist der schnell, der gibt nicht nach außen. Und der kriegt die Kurve. Das ist unglaublich. In dem Winkel mit der Speed, dass der die Kurve kriegt. Der hat gecuttet. Ja, das hat mir gefehlt, dass der mich noch berührt. Oh.
ich komme schon ins Rutschen, fährt der mir noch ins Auto. Warum werden denn die Räder nicht warm, Mann? Im Training wurden die doch warm. Boah, schleich noch mehr! So, die KI regt mich so auf, dass ich jetzt einfach von der Strecke fahre. So wie die es mit mir machen. Ich mache jetzt auch mal eine etwas andere Regelauslegung hier. Aber ich bin auch kurz davor, wirklich hier irgendwie so Nordschleife-Videos zu machen oder mal eine Rennstrecke einfach so zum Fun zu fahren. Aber ich bin, glaube ich, auch fast davon weg, die Karriere hier an Nagel zu hängen oder mir eine Rennserie auszusuchen, wo ich sage, die will ich fahren, weil sie mir Spaß macht. Und die fahre ich, egal was ich für Angebote kriege, einfach weiter. Weil das die Rennserie ist, die ich fahren will. Und nicht so dieses, ich box mich hier durch die Klassen nach oben. Geht ja auch. Also ich kann ja einfach hingehen und kann sagen, ich will GT3 fahren zum Beispiel. Oder ich will mich dem Endurance-Modus widmen. Da kann ich die Sachen fahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so gegen die KI zu fahren, die geht mir manchmal echt auf den Sack hier. Sagen wir es einfach mal so. Ah, du fährst Zeiten, womit du dich zum Beispiel qualifiziert hättest auf Position 5. Fährst im Rennen die gleichen Zeiten. Kriegst die Autos nicht, die vor dir fahren. Weil, oh Wunder, die sind plötzlich alle schneller. Ich habe abgekürzt, weil ich übers Gras gefahren bin und dem nicht in die Karre geheizt bin, oder wie? Ich habe abgekürzt, weil ich mit einem Rad im Gras war. Dass die alle hier über den Asphalt fahren, wo immer das geht, das ist kein Abkürzen. Gut zu wissen. So, jetzt gucken wir mal, was das hier für eine Zeit gibt. 1,52. Ja, das ist, weil wir uns immer raus... Wieso ist er denn schon wieder so schnell auf der Geraden? Ey, ich habe das doch jetzt schon so verlängert, das Getriebe. Es gibt immer noch welche, die mir auf der Geraden davon fahren. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, der kommt aber zurück. Weil die geben nicht nach und da fährt er mir in die Karre. Glückwunsch. Da war ein Auto, du Hörn. Das ist das, was ich meine, was mir an dieser KI so endlos auf den Keks geht. Dass die dein Auto immer zerlegen müssen. Um Plätze gut zu machen. Und jetzt bin ich an ihm vorbei. Schon ist er 2 oder 3 Sekunden hinter mir. Als hätte er jetzt das Fahren verlernt. Na, guck mal, wie ich den plötzlich abhänge. Die ganze Zeit habe ich gegen den gekämpft und kam nicht vorbei. Jetzt fällt er nach hinten weg. Weg ist er. Es würde mich nicht wundern, wenn ich die 2 Sekunden nach vorne nicht aufgeholt kriege und nach hinten wird es immer weiter, der Abstand.
That's your fastest lap in the race so far. Okay, ich fahre unkonzentriert. Ich fahre schneller. Das ist kurios. Will mich die KI jetzt Lügen strafen oder was? Gibt er da hinten jetzt wieder Gas? Das ist alles erlaubt. Ich darf nur kein Gras berühren. Ich bin... Nee, oder? Ich wollte gerade sagen, ich bin viel zu schwer unterwegs. Ich blockiere jetzt mal. Macht man zwar normal nicht, aber... Das darf nie wahr sein, so einen Fahrfehler zu machen in der letzten Kurve. Es geht mir irgendwie gerade auf den Zeiger, ich weiß auch nicht warum. Was soll ich sagen? Das können wir abschreiben. Was eine Saison wir hier fahren. Die ist so zum, ich weiß auch nicht. 18 Punkte, der Führer hat 64. Komm, lass uns die Saison beenden. Wir haben verloren. Das kann ich doch eh nicht einholen. Was muss ich denn dafür machen, dass ich das noch einhole? Ich muss 2 Rennen gewinnen und der muss ausfallen, oder was? Jetzt geht's auf die letzte Etappe der Saison. Ja, gib nicht auf. Doch, ich bin kurz davor aufzugeben, ey. Wirklich, ich... Boah. Was ist denn die nächste Strecke? Assur Circuit, die wollen mich verarschen, oder? Das ist Monaco. Die wollen mit den Karren über Monaco fahren. Mit dieser KI. Das geht im Leben nicht gut. Ja, also das ist momentan meine Sicht der Dinge. Die KI ist... Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Es gibt Rennklassen, da ist die KI extrem gut. Es gibt Rennklassen, da passt die KI gar nicht drauf. Es gibt Rennklassen... Ja, wie soll ich das sagen? Da fährst du am besten nur ohne KI oder nur gegen Multiplayer. Also nur im Multiplayer-Server gegen andere Menschen. Dann gibt es Tage, da bin ich so gut, dass ich die KI auf 100 stelle und fahre. Das ist auch sowas, das müsst ihr euch mal geben. Oschas Leben GT3. KI 100. Fahre ich auf Platz 1 im Training. Ich war baff, gegen eine 100er KI im Training auf Platz 1 zu fahren. Ja? Und dann gibt es Rennen wie hier. Mit einer 73er KI, die mir liegen sollte. Da startest du von 17 und kommst auf 15 ins Ziel. Warum? Du machst einen Fahrfehler, aber die meiste Zeit ist es, weil der Kampf gegen die KI einfach absolut brutal ist. Wirklich, also... Ich meine, Rennfahrer, die beißen. Ich gebe das ja offen zu. Es ist ja nicht so, dass die jeden vorbeiwinken. Ja? Aber was die hier machen, das ist ja, die fliegen ja von der Strecke, die kommen zurück und machen dir die Tür zu.
Wir kürzen ab. Nur um dich zu überholen. Also wer so abkürzt, wie das die KI hier zum Beispiel auch gegen mich gemacht hat, dann würde in der Formel 1 eine Strafe kriegen. Dann müsste mich vorbeilassen, sonst hätte er eine Durchfahrtsstrafe. Dann bist du innen. Die ziehen volle Kanne rein. Du drehst dich rum, weil sie dich blöd erwischen. Das sind alle so Dinge, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, das noch weiterzumachen. Ich bin echt, ich bin am Kämpfen. Ich bin mit mir selbst am Kämpfen. Ich bin am Kämpfen, ob ich nicht einfach sagen soll, ey, zack, neue Karriere. Ich fahre eine Autoklasse, die mir Spaß macht. Und egal, wie es dort ausgeht, fahren wir dort einfach unsere Meisterschaften. Und vielleicht laufen die, vielleicht laufen die nicht. Vielleicht macht es uns Fun, vielleicht macht es uns kein Fun. Ich war schon am Überlegen, ob ich Project Cars, wie gesagt, die Karriere hier wirklich einstellen soll. Ich bin über die KI teilweise echt am Verzweifeln und ich bin nicht der Einzige. Sonst würde ich das auch nicht so sagen. Sonst würde ich sagen, ja, wunderbar. Ich bin nicht in der Lage, gegen die KI zu fahren. Wir drehen sie runter auf 70 und egal. Aber das hat damit nichts zu tun. Mit dem Schwierigkeitsgrad der KI. Es fällt mir immer wieder auf. Du fährst neben einem her, der zieht rein. Der sagt nicht, da ist einer, ich muss Platz lassen. Der zieht rein. Die KI macht hier Dinge, die in normalen Motorsportserien brutalst bestraft wird. Und es bleibt konsequenzenlos. Genauso wie du jeden von der Strecke rempeln kannst. Bleibt auch ohne Konsequenz. Es gibt kein Strafensystem hier im Spiel. Und das ist was... Da mache ich Schaden aus und fahre jeden über den Haufen. Dann feiere ich mich als Sieger. Versteht mich nicht falsch. Das ist einfach nur so, das ist momentan... Ich bin ein bisschen frustriert, weil also die Rennen... Ich habe nichts dagegen, von 17 zu starten. Ich habe nichts dagegen, von 9 zu starten. Ich habe was dagegen, wenn ich mein Getriebe länger und länger und länger mache und die mir immer noch davonfahren auf der Geraden. Also beim besten Willen jetzt. Irgendwas hat da ja nicht gepasst. War es jetzt vielleicht zu lang? Gut, kann natürlich sein, dass es zu lang war. Es ist einfach, komm. Bevor ich weiter hier, ich verstehe es einfach nicht. Ich schüttel dir den Kopf, ich sitze hier, schüttel dir den Kopf und bin echt am Nachdenken. Ich bin am Nachdenken, ob das hier so weitergeht, wie es momentan läuft. Und Azur Coast in den Dingern. Ganz im Ernst, wir werden das Teil fahren. Ihr könnt lachen. Das gibt nichts Gescheites. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also wenn sich die KI da mal nicht wieder in der Kreuzung zusammenstaut. Alles schon gesehen. Azur Coast, Monaco. Monaco fahren in Project Cars gegen die KI, das ist... Crash-Test-Derby oder Crash-Demolition-Derby heißt das, ne? Genau, Demolition-Derby, das ist das. Gut, wir werden es uns angucken in der nächsten Folge. Ich bin jetzt erstmal raus, habe genug rumgeflamed, weil es nicht so gelaufen ist. Ich ärgere mich auch über mich selbst, weil ich selbst Fehler gemacht habe, die man nicht machen muss. Das hier hinten, das ist ganz nett. Da gibt es keine KI. Das hier ist ganz nett. Da kannst du auf gute Leute treffen. Das hier ist super zum... Keine Ahnung, Strecken fahren aus Spaß an der Freude. Die Karriere, da bin ich mittlerweile wirklich böse mit mir am Kämpfen. Meine private spiele ich schon gar nicht mehr. Ja? Wenn wir hier reingucken, hier, da bin ich GT3 gefahren. Einfach mal, weil ich Spaß dran hatte. Da oben die, guck mal, wann ich die zuletzt angerührt habe. Am 6.6.2015 habe ich mal reingeguckt. Aber auch nur geguckt. Nicht gefahren. Ich habe zwar dort schon 5 Auszeichnungen, weil Supercards und so weiter. Das Problem ist, ich habe für Supercards unterschrieben. Wisst ihr, ich habe noch keinen Supercard gefahren in der Serie. Noch keins. Es ist einfach, ich weiß auch nicht. Dieses hochgelobte Spiel muss einen Grund geben, warum sie es nach einem Monat schon im Steam Sale für 29,99 verkloppen. Haben sie ihr Geld verdient? Brauchen wir nichts mehr machen für verramschen was. Können wir am Nachfolger arbeiten. Ich warte immer noch auf
das ein oder andere, was hier drin sich ändern müsst. Aber ich weiß nicht, ob sich das jemals ändert. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so gewollt. So, lang genug erzählt. Ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.